Willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy XIV. Ja, was war das für eine traurige Folge das letzte Mal? Zumindest für mich war es eine sehr, sehr traurige Folge, da wir erfahren haben, dass unsere Freunde von der Legion der Unsterblichen ja hingerichtet werden müssen, obwohl ja, wir sie ja eigentlich gerettet haben vor dem schrecklichen Primae Ifrit. Leider kam unsere Rettung einen Tick zu spät, denn sie wurden schon von Ifrit so beeinflusst, dass sie jetzt Zeit ihres Lebens den Primae stärken würden. Und deswegen müssen sie tatsächlich hingerichtet werden. Ich finde die Geschichte sehr, sehr grausam. Ja, aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich hier weiter, für Eosea zu kämpfen. Ich kann ja gerade die beiden Quests, die wir jetzt noch offen haben, einmal vorlesen. Die letzte Folge ist ja jetzt doch schon ein Weilchen her. Da haben wir einmal den Helden zum Gedenken erhalten. Wir waren ja beim Bund der Morgenröte und nachdem wir die traurigen Neuigkeiten erfahren hatten, sind dort drei junge Männer reinspaziert. Hier, die sieht man auch nochmal oben auf dem Bild. Das ist einmal von Gridania ein Vertreter, dann hier von uns Ulda und ein Vertreter von Limsalominsa. Und alle drei wollten uns für ihre Stadtstaaten anwerben. Tataru hat ihr erklärt, wo die Gedenkfeiern stattfinden werden, und zwar im Prunkgemach in Limsalominsa, in Megitus Amphitheater in Gridania und auf der Herrscherpromenade in Ulda. Reise zu allen drei Veranstaltungsorten und höre dir die Reden der Anführer an, damit du dich besser entscheiden kannst, welcher staatlichen Gesellschaft du beitreten möchtest. Ja. Die hereingeplatzten Abgesandten der Bruderschaft der Morgenviper aus Gridania, des Mahlstroms aus Limsalominsa und der Legion der Unsterblichen aus Ulda haben dich aufgefordert, jeweils ihrer staatlichen Gesellschaft beizutreten. Um dir die Entscheidung zu erleichtern, sollst du an den bald stattfindenden Gedenkfeiern in drei Stadtstaaten teilnehmen und dir die Reden der Anführer anhören. Sprich mit Tataru in Sonnenwind, bevor du dich auf den Weg machst, Winfilia. Ja, das haben wir ja soweit noch getan. Und wir haben noch eine Quest offen, die haben wir schon richtig, richtig lange. Aber dadurch, dass es bei unserer Hauptquest-Reihe da so Schlag auf Schlag weiterging, hatte ich die immer ein wenig nach hinten verschoben. Aber heute machen wir die endlich mal fertig. Schön ist nicht schön genug, heißt sie nämlich. Das ist die Questreihe, um sich den Kosmetika freizuschalten. Ja, die hatten wir schon mit Stufe 15 erhalten. Da lese ich auch nochmal schnell die Zusammenfassung. Swatchibi, die Namen, hat einen erschreckenden Schrei gehört. Mach dich auf den Weg in Richtung Wasserglas und sieh dich dort um, ob jemand in Not geraten ist. Da waren wir zu dem Zeitpunkt in Limsalominsa. Dort in der Taverne bei Badaron und Swato Chibi ist dort eine Kellnerin, die hat uns um Hilfe gebeten. Die Dame ist völlig verängstigt, weil sie von einem verwirrten Mann mit einem Messer bedroht wurde. Stell dich dem verwirrten Mann. Imot beschuldigen, das hatten wir da auch getan. Und dann hat dieser verwirrte Mann uns gebeten, Gegenstände für ihn zu besorgen. Der verwirrte Scherenschneider hat dich gebeten, drei Gegenstände zu besorgen. Du hast dich entschlossen, dem armen verwirrten Mann zu helfen. Sprich mit diesen drei Gildenvorstehern. Finanza, Gilde der Plattner in Limsalominsa, Beatin, Gilde der Zimmerer in Gridania und Severian, Gilde der Alchemisten in Ulda. In Limsa und in Gridania hatten wir schon mit den Leuten gesprochen damals. Und jetzt sind wir hier in unserem schönen Ulda. Jardelor schickt eine Assistentin, aber ich habe doch gerade erst eine Lieferung abgeschickt. Er benutzt es einfach zu verschwenderisch. Das habe ich schon immer gesagt, aber das sieht ihm ähnlich. Es liegt an seinem leidenschaftlichen Temperament. Aha. Was? Er hat es nicht aufgebraucht, es wurde ihm gestohlen. Na, was kümmert es mich? Lieferung ist Lieferung. Er ist ein komischer Kauz. Aber ich mag ihn. Er widmet sich seiner Kunst mit aller Kraft und nimmt sein Handwerk äußerst ernst. Er würde auch einen guten Gildenmeister abgeben. Ja, denke ich auch. Ich mache dann mal die Lieferung fertig. Bring sie ihm bitte unverzüglich. Ich habe auch ein paar Pröbchen hineingelegt. Auch wie niedlich. Okay.
gut, dem verwirrten Mann die Arbeitswerkzeuge bringen. Da müssen wir ja nach Lanusea, und zwar obere Decks. Da können wir uns nach Limsa teleportieren. Und das trifft sich ja ganz gut, denn wenn wir die eine Quest fertig haben mit dem verwirrten Mann, der ja unser Kosmetiker werden wird, das kann ich vielleicht schon mal verraten, können wir uns direkt dann noch die Rede hier anhören. Dann schaue ich mal, ob wir diese Folge auch noch nach Credania gehen und uns die Rede anhören. Kommt drauf an, wie lange das hier geht, da kann ich mich nämlich nicht mehr gut dran erinnern. So, dann würde ich sagen, ach, ich war hier schon so lange nicht mehr. Kommilgilde Achterburg. Ich glaube, da ist es fast am besten, wenn wir hier den Aufzug nehmen. Der war doch hier, oder? Schlimm, schlimm. Da hat man eine Zeit lang nicht gespielt und ist wieder voll raus. Zumindest mal hier in Limsa. Aufzugswächter hier, das müsste der richtige sein. Genau. Zur Abenteurergilde in der ertränkten Sorge möchte ich gerne. Ja, bitte. Und dort in der Nähe müsste auch Chardelor sein. Und ja, die arme kleine Lalafell, die sich von ihm so bedroht gefühlt hat. Ich glaube hier. Gehe ich mal wieder in den Sprint. Ja, das sieht doch gut aus. Auch die Armen mussten jetzt so lange auf uns warten, aber da sind wir wieder. 2 Jahre habe ich mein Geld gespart und dann noch einmal ein Jahr gewartet, um einen Termin zu bekommen. Aber der berühmte Kosmetiker ist immer noch nicht aufgetaucht. Es ist zum Verzweifeln. Hast du meine Arbeitswerkzeuge zurückgebracht? Sie sind doch mein Erz und meine Seele. Ohne sie bin ich nichts, eine Niemand. Ja, wir haben alles dabei, mach dir keine Sorgen. So, ui, ich fühle mich so lebendig. Ich bin wieder Kompliment. Okay. Mach dich auf etwas gefasst, du Mon Amour. Ich werde dir einen Schnitt verpassen, der deinem tristen Leben ein Ende bereiten wird. Es ist Zeit, Adieu zu sagen. Uiuiui, was passiert da? Es ist doch der Messerstecher, Hilfe, hat sie noch gesagt. Voila, fertig. Schau in den Spiegel, aber mache dich auf eine Erfahrung Metaphysik gefasst. Ich fühle mich wie neu geboren. Es ist, als ob ich zum ersten Mal mein wahres Ich entdecke. Du bist eine wahre Koryphäe. Eine Koryphäe der Kosmetik. Ja, du bist der berühmte Kosmetiker. Da gibt es keinen Zweifel. Exakt. Genauso ist es. Ein neues Ich ist wie eine Wiedergeburt. Weckt das alte, fade Leben. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mon Amour. Ah, das war wohl ein Geschenk. Sind wir jetzt auch noch dran? Merci, dass du mir geholfen hast, Abenteurerin. Du hast nicht nur meine Werkzeuge, sondern mein Erz und meine Seele zurückgegeben. Ihr nimmt dieses Geschenk als Dank. Mach dich auf etwas gefasst, Mon Amour. Ich werde dir einen Schnitt verpassen, der deinem tristen Leben ein Ende bereiten wird. Es ist Zeit, Adieu zu sagen. Dieser französische Akzent bereitet mir doch einige Probleme. Ist etwas passiert mit uns? Ich glaube, wir sehen noch genauso aus, oder? Ja. Na, Gott sei Dank. Ich glaube, grüne Haare würden mir nicht so gut stehen.
aber mache dich auf eine Erfahrung mit der Physik gefasst. Jawohl, ich bin immer drehbeschäftigt. Es ist beinahe unmöglich, einen Termin zu machen, aber für dich habe ich immer Zeit. Läute einfach die Kosmetika-Klingel in einer Herberge und ich komme sofort. Meine Scherin und ich werden aus deiner ungehobelten Form dein wahres Ich herausschälen. Okay, vielen Dank. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dann werde ich dir zu einer metaphysischen Verwandlung, einer echten Wiedergeburt verhelfen. In diesem Sinn, herzlichen Glückwunsch, Mon Amour. Na, Geburtstag habe ich noch nicht. Und ich habe auch ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ihr einen Kosmetikgutschein. Okay, da läuft er davon. Halt, Monsieur Kosmetiker, wohin so schnell? Ich möchte wieder einen Termin machen, so wartet doch. Die zwei finde ich ja immer wieder herrlich. Gerade den Herrn Kosmetiker. Wunderbarer Kerl. Okay. Abschließen. Ab sofort könnt ihr die Dienste des Kosmetikers in Anspruch nehmen. Ja, du hast Chardelot als Freund gewonnen. Mit der Kosmetika-Klingel in deinem Gästezimmer kannst du den begnadeten Kosmetiker von nun an jederzeit herbeirufen. Ob neue Frisur, Haarfarbe oder Gesichtsbemalung, Chardelot hat alles im Programm. Für eine Gebühr von 2000 Lil kannst du ab sofort die Möglichkeit zur modischen Crème de la Crème Eoseas gehören. Ah, hast du ab sofort die Möglichkeit. Alles klar. Gut, das werde ich auch mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen mal in Anspruch nehmen. Vielleicht auch noch diese, mal sehen. Denn ich würde mir doch ganz gerne mal wieder eine andere Frisur machen. Ich liebe zwar meine Zöpfchen, aber hier gibt es so viele tolle Frisuren. Da möchte ich doch ganz gerne mal wieder Abwechslung reinbringen. Aufzugswächterin, genau. Da wollen wir hin. Denn jetzt hören wir uns ja noch die Rede an. Von Admiral Merlwip hier. Sozusagen der Herrscherin von Limsalominsa. Bist du gekommen, um der Gedenkfeier beizuwohnen? Dann halte dich bereit. Ja, ich möchte gerne ins Prunkgemach. Eine Schlacht mit den Galeanen? Ja, da können wir uns zusammenschließen, wie wir wollen. Die brechen uns das Kreuz. Ruhe! Hört her, stolzes Volk der Meere! Seht die mächtige Flagge des Mahlstroms und sagt mir, fühlt ihr keinen Stolz? Yeah! Jawohl! Hier seid ihr, in Limsalominsa, wo die legendäre Galadion einst strandete und das euch zum sicheren Hafen wurde. 700 ruhmreiche bewegte Jahre, Kinder der Meere, geleitet von Lümlen, unserer göttlichen Lotsin, die uns von armen Fischern zu stolzen Herren der See erhob. Yay! Ruhm und Ehre, jawohl! Psst, sieh dir die Drachenbootflagge von Limsalominsa an, dort hinter Admiral Merlwip. Das Piratenschiff ist auf rotem Grund, wegen all dem Blut, das in Limsas wilder Vergangenheit geflossen ist. Die Flotte des Mahlstroms weiß diese Stadt wohl zu schützen, auch wenn uns immer neue Ausgeburten der Hölle bestürmen. Sogar Hilfiers Piraten haben wir dafür die Hand gereicht, als wir den Galeanen vor 5 Jahren gegenüberstanden auf der Ebene von Cartenau.
Seite an Seite kämpften wir, Kinder der Meere. Wir alle zusammen. Wir haben diese Brut zwar nicht ausgelöscht, aber gezeigt, wie Helden ihrem Ende begegnen. Mit Stolz und Freiheit. Lamentiert nicht, dass ihr sie verloren habt, sondern feiert ihr selbstloses Opfer. Selbstlos. Und doch denkt dabei jeder nur an die Seinen. Auch die wilden Stämme und die Galear sind selbstlos. Für ihr eigenes Volk. 5 Jahre lang haben wir diese Stadt wieder aufgebaut. Die Katastrophe hat viel zerstört und noch immer sieht man Spuren davon. Aber wenn ich von hoch oben den Blick über Limsalominsa schweifen lasse, dann sehe ich, wir haben das Wrack wieder flott gekriegt. Wie damals die Galadion. Nein, besser noch. Aber einige Widersacher beschießen unsere stolze Galeone mit Enterhaken. Die Sahagin kommen an Land gekrochen und suchen fette Beute für ihren Leviathan. Die Flossenbrut, diese glitschigen Hunde! Das darf doch nicht sein! Und damit nicht genug. Aus ihren Minen in Ogomoro spähen die Kobolde und glauben, dass ihr Titan sie beschützt. Diese Wilden sind eine Gefahr und ein Hindernis für unsere Zukunft. Ganz zu schweigen von den hartnäckigen Garlean. Dieser Abschaum baut uns eine Festung nach der anderen vor die Nase. Eine Frage von wenigen Monden, bis sie uns angreifen. Von 3 Feinden sind wir umgeben, Limsa. Und dazu noch ausgelaugt durch den Kampf gegen die Piraterie. Wir sind mitten im Auge des Sturms. Und nur ein Kurs führt uns in stillere Gewässer. Die Wilden vertreiben und die Galear in die 7 Höllen schicken. Das ist der einzige Weg. Doch wir können ihn nicht alleine gehen. Nicht in dieser Lage. Der Mahlstrom braucht Hilfe. Zu Land und zu Wasser. Ihr alle, Freibeuter, Räder oder Abenteurer, schließt euch uns an und wir werden diese Plage vernichten. Seht auf zu der scharlachroten Flagge, Kinder der See. Wir sind frei wie die Winde, die uns auf ihren Schwingen tragen. Und frei werden wir bleiben. Vereinen wir die Kräfte. Und niemand wird uns mehr einzuschränken wagen. Der Admiral lebe hoch! Melvin! Wo ist meine Mannschaft? Das ist ein Teufelsweib! Ja! Wir zeigen's diesem Abschaum! Ich bin Alfino. Und das ist Alize, meine Schwester. Wir sind unterwegs, um zu vergleichen, wie die Stadtstaaten das Andenken der Helden von Cartenau bewahren. Wir waren gespannt, wie die Anführer der 3 staatlichen Gesellschaften die Ansprachen formulieren würden. Wie Melvip ganz richtig bemerkt hat, bedrohen 2 wilde Stämme und ihre Primae die Existenz Limsalominsas. Zum einen die Sahagin mit ihrem Primae Levitan,
zum anderen die Kobolde mit ihrem Primae Titan. Limsa Lumensa ist ein höchst instabiler Staat. Zusätzlich zu den wilden Stämmen gibt es in der Umgebung einige Stützpunkte des Galäischen Kaiserreiches. Außerdem sind sich die verschiedenen Piratengruppierungen alles andere als einig. Das stimmt leider. Die Führung Limsas ist mit all den Problemen und Bedrohungen überfordert und kann nur notdürftige Gegenmaßnahmen ergreifen. An einen befreienden Rundumschlag ist kaum zu denken. Damit Limsa Lumensa gegen die Galea vorgehen kann, müssen erst die Piraten unter Kontrolle gebracht werden und die wilden Stämme befriedet werden. Der Mahlstrom wird also verstärkt gegen die wilden Stämme vorgehen, was ein äußerst blutiges Unterfangen werden dürfte. Jemand mit deinen Fähigkeiten ist dann natürlich hoch willkommen. Der Mahlstrom wird froh sein, wenn du ihm beitrittst. Ja, jetzt haben wir schon mal einen kleinen Eindruck von Limsa Lumensa erhalten. Jetzt überlege ich gerade, wir müssten ja jetzt noch Gridania und dann wieder zurück nach Ulda. Aber da würde ich sagen, wir können noch nach Gridania reisen. Aber das würde ich dann doch ganz gerne in der nächsten Folge machen. Mir dort die Rede anhören, damit die Folge nicht zu lange wird. Also ich muss sagen, mir hat die Rede von Melbib sehr gut gefallen und Limsa Lumensa wäre auch immer meine zweite Wahl gewesen. Allerdings ist für mich ja klar, dass ich nach Ulda gehe. Da hängt mein Herz einfach total dran an der Geschichte, an den Leuten, an Rauban, vor allen Dingen an Nanamo. Aber ich muss sagen, die Rede von Limsa ist auch wirklich gut. Da kann man nichts gegen sagen. Megiddos Amphitheater müssen wir ja. Und da sind auch noch andere Quests. Das sind Nebenquests, die werden wir natürlich alle auch noch irgendwann machen. Aber alles nach und nach. Und ich sehe gerade, da vorne leuchtet es auch. Ich nehme an, wenn ich da hingehe zum Zielort, wird die Rede gestartet. Deswegen werde ich mich mal hier platzieren bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!